willkommen, 187. Ausgabe heute aus Zierl 2.0. Heute 87. Ausgabe aus Zierl 2.0. Heute steht in den Startlöchern nochmal zur Wiederholung. Jetzt sehen Sie ein paar Highlights und Impressionen davon. Und ich wünsche da viel Spielspaß und gute Haltung in den nächsten paar Minuten. Und jetzt sehen Sie ein paar Highlights und Impressionen hier aus Zierl. Grüß Gott und herzlich willkommen. In den nächsten paar Minuten sagt euer Moderator. So, grüß Gott nochmal zur 187. Ausgabe heute hier aus Zierl. 187. Ausgabe aus Zierl, 2.0 ist das heute. Und die Reportage wird heute super werden, denn in Zierl gibt es den besten Landjäger, habe ich mitbekommen. Das darf ich euch dann auch zeigen. Und wie gesagt, heute sehen Sie vielleicht auch etwas Aufnahmen, die Sie noch nie gesehen haben. Warten wir es mal ab. Und ich wünsche jetzt schon mal gute Unterhaltung und viel Spaß in den nächsten paar Minuten. Reporter, ich kenne Stefan Anker, wünsche viel Spaß. Martina Bosch grüßen wir, Elias Latina aus Inzing, der hat heute Geburtstag. Und Max Garak grüßen wir auch noch. Also Max Garak grüßen wir auch noch. Viel Spaß in den nächsten paar Minuten, sagt Stefan Anker aus Zierl heute. Reportage 2.0. So wie schon gesagt, Zierl hat schöne Wohnanlagen im Bereich dieses Platzes hier. Viele neue Wohnanlagen hier zu sehen. So, viel zu früh der Flieder hier schon heraus in Zierl. Auch überall blüht das schön schon. Wir haben hier schon die erste Sehenswürdigkeit in Zierl gefunden. Ein Brunnen drum das Kreuz. Heute bei schönstem Wetter in Zierl, heute Reportage 2.0 aus Zierl. Das darf ich euch auch zeigen an der Fassade dieses Gemälde hier. Mit den Pferden. Und das nächste Gemälde hier an dieser Häuserfassade hier gehört vielleicht restauriert, sieht aber nicht sehr schön aus, aber muss man restaurieren, dann sieht es wieder interessanter aus als jetzt. Es gibt viele schöne Häuser hier in Zierl zu bewundern. Wie gesagt, interessant, was es hier an den Häusern für Gemälde zu sehen gibt. In Zierl Reportage 2.0. Und dies ist das Veranstaltungszentrum B4, Kultur- und Veranstaltungszentrum B4 in Zierl. So, das hier ist Rainers Coffee Bar. Rainers Coffee Bar. Hier zu sehen. So, unten vor der Kirche steht der Dorfbrunnen hier. Der Dorfbrunnen unten vor der Kirche hier zu sehen. Bei der Reportage 2.0 aus Zierl. So, Pizzeria Bajani hier. Beste Pizzeria gibt es hier in Zierl. Pizzeria Bajani, Italiano Pizzeria Bajani. Hier in Zierl, Pizzeria Bajani. Gleich machen wir einen Abstecher in die Pfarrkirche rein. Jetzt sind wir im Innenraum der Kirche von Zierl angekommen, Pfarrkirche von Zierl. Begibt euch mal im Sommer, wenn es draußen sehr heiß ist, in Kirchen, denn da ist es angenehm kühl. Wie gesagt, die Pfarrkirche von Zierl in der Reportage Zierl 2.0 heute am 12. April 2024. So, die Erbauer Peter Alois Auer, geboren Lengenfeld, 16.06.1802, als Kurat in Zierl und gestorben 12.08.1866. Alois Morigl, geboren 24.02.1980,
als Frühmesser in Zierle und gestorben erst 1866. Maler der Kirche war Franz Plattner, Kirchenmaler, geboren 1386 in Zierle, gestorben 18.03.1887. So, jetzt darf ich von Fritz Werbung machen. So, jetzt darf ich Metzgerei Fritz Werbung machen. Metzgerei Fritz hat den besten Landjager in Zierl. Metzgerei Fritz. Wenn es wollen, kommt soll ihr mal vorbei in Zierl und holt euch die besten Landjager in Zierl. Bei Metzgerei Fritz in Zierl in der Kirchstraße. Metzgerei Fritz, wo es die besten und die köstlichsten Landjager gibt. Vom besten und auch Fleischkäse, alles Mögliche. Hat der Fritz hier zu bieten in Zierl. So, in Zierl gibt es auch ein Kinderrestaurant, da darf ich auch Werbung machen. Wenn ihr mal Lust habt, geht einmal chinesisch essen. Sich schmeckt sicher sehr gut, ich war noch nie, aber wenn ihr Lust habt, geht einmal chinesisch essen. Und da sind hier die Mittagsmenüs und die Speisekarten. Was es hier alles zu essen gibt, da sind sie alles. So. Hier das Marktgemeindeamt und die schwarze Katz von Zierl, die es leider nicht mehr gibt. Und hier Marktgemeindeamt. Und aktuell hier zu sehen, der Lageplan von Zierl und alles Mögliche, was Wissenswertes hier draufsteht. So, das Café Tirolis, da gibt es auch gute Pizzen zum Essen. Café Tirolis hier in Zierl. Habe ich euch in der ersten Reportage auch noch dies gezeigt? Zeige ich euch in der zweiten Reportage. So, dies ist das Haus der Musik. Das Haus der Musik zu sehen. So, meine Damen und Herren. Das ist die Reportage 2.0 aus Zierl. Ich hoffe, man kann mich von hier verstehen. Ich stehe hier vor den... Ein Brunnen hier, der wurde 1984 erbaut, steht hier Kerkade, steht hier vor dem Haus der Musik. Wir grüßen Martina Bosch, Elias Latina, der hat heute Geburtstag, und Max Karko. Von der 87. Reportage aus Zierl 2.0 ist das. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich stehe hier vor diesem Brunnen, der hier aus Keramik gemacht worden ist. Hallo. Hallo. Wie gefällt es Ihnen hier in Zierl? Bei dem Wetter hier, sagen wir so. Es ist nicht nur Wetter hier. Zierl ist einfach ein fantastischer Ort zum Leben. Weil hier haben wir alles. Wir haben Bach hier, wir haben Berge, Schlucht. Ja. Alles vor Ort für Kinder, einfach super, super Platz zum Leben. Und man kann ja auch sehr gut essen. Pizza essen auch. Oh, gibt's ja. Auch. Darf ich auch Werbung machen? Darf ja. Ich Pizzeria machen? Ja. Am liebsten. Ja, ich liebe Pizzeria La Familia. Ja. Aber wenn ich gehört habe, dass auch bei Bahnhof super Pizza gibt, aber die kenne ich noch nicht. Ja. Beste Kebab in Umgebung haben wir da auch. Und ja, super Restaurant, Schwarze Adler. Ja. Ja, würde sicher alles empfehlen. Und da wird das Kinderrestaurant auch noch China, chinesisch gibt es auch. Ich bin leider nicht so chinesischer Esser. Also, ja. Empfehlen kann ich deswegen nicht so, ja. Weil ich habe dort nicht so viel noch ausprobiert. Ja. Ich gehe lieber Pizza essen aus Chinesisch. Also kann man sagen, Zierl ist Sommer und Winter schön, oder? Sommer und wunderschön. Winter. Also. Im Sommer natürlich besser als im Winter, aber da kann man im Winter, Sommer ja. Immer alles machen. Ja. Super beste Ort von allen. Ja. Immer sonnig, im Winter, im Sommer. Wirklich super Platz. Und kinderfreundlich, das ist ja. Das Wichtigste. Da bedanke ich mich sehr fürs Interview. Ja, vielen Dank. Wünsche alles Gute. Dankeschön. So, die schönsten Obstplantagen hier in Zierl. Obstplantagen hier gibt es auch in Zierl zu sehen. Bei Reportage 2.0 Zierl. So, da waren einmal die Schafe hier auf der Wiese. So viele Schafe hier zu sehen. Zierl ist einfach ein Paradies, kann man sagen. So, was Sie hier sehen, ist das
Restaurant Café Hotel Tirolis, Restaurant Café Hotel Tirolis. Hier zu sehen. Reportage 2.0 Zirl. Heute am 12. April 2024. Ja, aber war denn jetzt das da? Ha? Wer war jetzt der da? Bist du? Das ist der. Der ist schon leider ausgestopft, das ist nicht mehr. Der ist schon ausgestopft, Gott sei Dank. Ein Hirsch steht hier in der Wiese drinnen. Sehen Sie hier, ein Hirsch. Ein ausgestopfter Edel. So, das nächste Gasthaus, was Sie hier sehen, ist der Schwarze Adler in Zirl. Schwarzer Adler hier in Zirl. Gehen Sie rein und lassen Sie sich verwöhnen. Von Kaspatzel etc. Schwarzer Adler hier in Zirl. Jawohl! So, das war's hier aus Zirl. Ich habe mich abgeschrieben. 2004 wurde der Brunnen hinter mir errichtet. 2004 das Baujahr. Das war Reportage Zirl 2.0. Die 87. Ausgabe. Und wie gesagt, der Brunnen war 2004 angekommen. Nochmal schöne Grüße, das war's hier. Zirl. Ich sage danke fürs Zuschauen, auf Wiederschauen. Alle, die hinter der Kamera dabei waren und auch den Beitrag erzählen werden, auch hier. Ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich auf ein nächstes Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Wunderlegende Stimme. Baba. Ciao. So, 2004 ist da hier errichtet worden.